So, guten Abend nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Johannes Voswinkel aus dem Moskauer Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich darf den zweiten Teil moderieren und das ist insbesondere eine große Freude, weil es selten der Fall ist, dass ein Moderator am Anfang gar nicht weiß, was alles kommen wird, weil das Thema nämlich sehr eigen und sehr spannend dadurch ist. Es geht um den Blick auf Russland, Russlands Energiesystem, Russlands Energiepolitik, mal nicht aus unserer Energiewende geprägten Wahrnehmung, sondern über Asien, sprich insbesondere über das, was sich in den Nachbarländern Russlands, die für Russland sehr wichtig sind, abspielt, in Kasachstan, auch in China. Und wir werden insbesondere hören dann auch, wie sich das wiederum, was sich dort tut, auf Russland auswirkt und ob Russland darauf vorbereitet ist. Ich darf unsere drei Gäste heute Abend vorstellen. Zu meiner rechten Seite, von Ihnen aus links gesehen, sitzt Lina Lee. Sie ist Projektmanagerin bei Adelphi. Adelphi ist eine unabhängige Denkfabrik, Think Tank, Beratungsagentur für Klima-, Umwelt- und Entwicklungsthemen. Und ihre speziellen Themen sind Emissionshandel, Marktmechanismen. Sie ist eine Spezialistin für Kohlenstoffmärkte, für Klima- und Außenpolitik und wird uns über China insbesondere und den Stand der ökologischen Modernisierung Chinas berichten. Außerdem begrüße ich Kumila Nabieva. Sie ist Projektmanagerin bei der Energy Watch Group. Das ist ein unabhängiges, globales Netzwerk von Wissenschaftlern und Parlamentariern. Sie ist freie Journalistin. Wenn man im Internet googelt, um etwas über die Energiewende, wenn man sie so nennen darf, in Kasachstan zu erfahren, landet man eigentlich immer bei Texten von Kumila Nabieva. Sie ist also eine große Spezialistin für Zentralasien, hat zum Beispiel 2015 eine Studie über erneuerbare Energie und Energieeffizienz in Zentralasien mit Blick auf die Möglichkeiten, die das auch für Deutschland nebenbei gesagt bietet, erstellt. Und außerdem begrüße ich ganz herzlich aus Moskau, Michail Krutichin, Wirtschaftsanalytiker, Spezialgebiet, ein großer Experte für den Öl- und Gasmarkt in Russland, Partner der Info- und Consulting-Agentur RusEnergy, ausgebildeter Chemiker und Historiker, soweit ich weiß, Philologe, Iranist und wie gesagt ein großer Kenner auch des Themas, über das wir heute Abend sprechen werden. Ich würde gerne mit Kasachstan beginnen. Ich habe es einmal erlebt, dass ein Chefredakteur eines großen deutschen Mediums, nachdem ein Artikel über, ich glaube, es war Kirgisistan, in seinem Blatt erschienen ist, gesagt hat, aber jetzt kommt mir 5 Jahre lang kein Land auf Stan mehr in mein Blatt hinein. Entsprechend wenig weiß man eben auch über Kasachstan und man weiß noch weniger, und da stelle ich mal, ich zumindest, über das, was Kasachstan als Energiewende vorhat. Wie ernsthaft das gemeint ist und auch natürlich, darüber werden wir dann auch im Anschluss sprechen, was das eigentlich bedeutet für den großen Nachbarn, nämlich für Russland. Frau Nabieva, Sie haben das Wort. Stellen Sie uns bitte vor, was in Kasachstan vor sich geht und was es für die Zukunft zu bedeuten hat. Danke, Johannes, für die Vorstellung. Guten Abend an alle und vielen Dank für die Einladung zu dieser spannenden Diskussion. Ich werde einen kurzen Überblick über die Entwicklungen im Bereich grüner Wirtschaft in Kasachstan geben und über die Potenziale und Hemmnisse für die Energiewende im Land und auch für die Perspektiven für eine Zusammenarbeit mit Russland und Deutschland und auch China sprechen. So, schauen wir mal, wie das funktioniert. Kasachstan ist eines der rohstoffreichsten Länder der Welt. Die kasachischen Diplomaten und Botschaften geben sehr gerne auf ihren Webseiten oder Präsentationen an, dass aus 110 Elementen des Mendeleev-Periodensystems 99 in Kasachstan gefunden wurden. Entsprechend sind die fossilen Energieträger ganz wichtig für die Wirtschaft Kasachstans und auch für die Energiegewinnung. In Spitzenzeiten generierte der Erdöl- und Erdgassektor knapp ein Viertel des Bruttoinlandproduktes des Landes. 2016, wegen niedrigen Ölpreisen, war der Anteil 13%.
Erdöl ist der Exportschlager Kasachstans, auch jetzt in Zusammenarbeit mit Deutschland. Und über 70% des Stroms in Kasachstan und über 90% der Heizung wird aus Kohle erzeugt. Das muss man sich vorstellen, dass natürlich Kasachstan ein erhebliches Problem mit der Luftverschmutzung im Winter hat, in solchen großen Städten wie Almaty, und einer der großen CO2-Emittenten ist. Die erneuerbaren Energien, wenn man die großen Wasserkraftwerke ausschließt, landet bei knapp 1%. Nichtsdestotrotz, das Potenzial für die erneuerbaren Energien im Land ist riesig. Man muss sich vorstellen, das ist das neuntgrößte Land der Welt, also das Land mit einer Fläche von Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen zusammen und mit einer Bevölkerung von 18 Millionen Einwohnern, also genau so viel wie in Nordrhein-Westfalen wohnen. Das sind riesige Territorien und allein das Windenergiepotenzial übersteigt den für 2030 prognostizierten Strombedarf um das Zehnfache. Motivation und Gründe für eine Umstellung auf 100% auf erneuerbare Energien in Kasachstan gibt es auch genug. 2012 hat der Präsident Nazarbayev eine Strategie 2050 abgeschlossen. Nach dieser Strategie will das Land 2050 zu den 30 führenden Volkswirtschaften gehören. Und man versteht natürlich, dass wenn man zu den 30 führenden Volkswirtschaften gehören will, dann muss man mit den Wörtern Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit auseinandersetzen. Man versteht auch, jetzt seitdem man die Ölkrise oder die Zeiten, als Ölpreise im Keller lagen, verstanden hat, dass die Wirtschaft auch am besten diversifiziert werden muss. Und wir haben über diesen Faktor auch in Russland gesprochen. Auch in Kasachstan gilt das, dass viele abgelegenen ländliche Räume, die keinen Zugang zum Netz haben oder zu Rohstoffen, Strom versorgt werden müssten. Und hier wären die dezentralisierten erneuerbaren Energien natürlich eine gute Lösung. Und die Luftverschmutzung hatte ich schon eben angesprochen. Die positiven Entwicklungen in Richtung Energiewende gibt es auch einige. 2013 hat also das Wort Green Economy ist ein Modewort in Kasachstan. Wird sehr oft und sehr gerne benutzt und ist zum Modewort geworden, seitdem Präsident Nazarbayev das Konzept oder der staatliche Plan für einen Übergang zu einer grünen Wirtschaft abgeschlossen hat. In diesem Plan gibt es auch gesetzlich bindende Ziele für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Und nach diesem Plan will Kasachstan von 1% heutzutage Anteil erneuerbarer Energien auf 50% bis 2050 kommen. Dabei muss man erwähnen, dass Atomenergie, die jetzt keine Rolle in Kasachstan spielt, ist in diesem Ziel mit einbezogen. Und Russland spielt da eine Rolle. Klimaziele hat Kasachstan auch gesetzt und die kasachischen Politiker engagieren sich gerne in der internationalen Klimapolitik. 2014 gab es in den Nachrichten sehr viel über das erste Emissionshandelssystem, das Kasachstan eingeführt, also das erste nationale Emissionshandelssystem Asiens. Das war aber die Pilotphase und die wurde mehrfach verlängert. Und letztes Jahr wurde sie auf bis 2018 verschoben. Grund dafür die große Wirtschaftslobby-Opposition. Wenn man laut dem Energieministerium Kasachstans
gibt es momentan 45 Projekte mit erneuerbaren Energien mit Gesamtleistung von 330 Megawatt. Und große Projekte gibt es auch inzwischen. Also es gibt ein erster Windpark Zentralasiens, 150 Kilometer von Astana entfernt. Und der erste private Solarpark mit 50 Megawatt, Burne Solar im Südkasachstan. Diese Projekte sind aber zustande gekommen nur mit der internationalen Förderung, in diesem Fall mit der Förderung von der EBRD. Und last but not least, das große Zeigeprojekt Kasachstans, die Weltausstellung Expo 2017 zum Thema Energie der Zukunft. Die hat dieses Jahr von Juni bis September in Astana stattgefunden und es gab mehrere Konferenzen und Veranstaltungen zu diesem Thema, ganz, ganz spannende Experten nach Kasachstan gekommen. Und ich war auch dabei im Juli und mir ist auf einem, also ich habe da an einem Panel mit teilgenommen und mir sind die Worte von Geschäftsführer des Verbandes für erneuerbare Energien Kasachstans hängen geblieben. Er hat gesagt, er fürchte und seine Kollegen fürchten, dass sobald die Expo 2017 vorbei ist, dass der Boom für erneuerbare Energien auch vorbei ist in Kasachstan. Gründe dafür gibt es tatsächlich. Es gibt eine Reihe von Hemmnissen für eine Energiewende in Kasachstan. Einige sind sehr ähnlich zu Russland. Eines des größten Problemen ist natürlich die Skepsis von gegenüber erneuerbaren Energien bei Politik und Wirtschaftselite. Ein gutes Beispiel dafür ist Präsident Nazarbayev selbst. Ein Jahr, nachdem er diesen Plan für Übergang zu erneuerbaren Energien veröffentlicht hat, sehr viel darüber geredet worden ist, spricht er bei einer Pressekonferenz und sagt, ich persönlich glaube an alternative Energien gar nicht, Wind- und Sonnenenergie. Wir haben Öl und Gas als unser Zugpferd und müssen keine Ängste haben, davon zu profitieren und davon zu leben. Das zeigt einiges. Zweitens sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die in Kasachstan schon existieren für die Entwicklung von erneuerbaren Energien, die werden sehr oft verändert und sehr oft funktionieren sie nicht. Also 2014 hat die kasachische Regierung die Einspeisevergütungen für Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien eingeführt für 15 Jahre. Deutschland hat da einige Rolle gespielt bei der Entwicklung von diesen Einspeisevergütungen. Die waren aber an die kasachische Währung gekoppelt. Und die kasachische Währung hat natürlich in mehreren Jahren dann eigenes Wert verloren und Investitionssicherheit ist was anderes. Also sehr viele, unter anderem auch deutsche Unternehmen, waren ständig in Kontakt mit der kasachischen Botschaft und haben versucht, mit den Ministerien darüber zu reden, um diese Einspeisevergütungen an harte Währung zu koppeln. Das ist 2017 im April passiert. Könnte man ausatmen und sagen, ha, endlich. Dann kommt aber das Energieministerium und sagt, wir haben gesehen, dass Ausschreibungsmodell in Saudi-Arabien ganz gut funktioniert und dass die Preise für Strom aus erneuerbaren Energien dadurch viel niedriger ist. Und deswegen, nächstes Jahr wollen wir zum Ausschreibungsmodell wechseln. Toll, gute Nachrichten. Und jetzt müssen die Investoren sich auch damit auseinandersetzen. Also das Land ist, wie gesagt, von fossilen Brennstoffen abhängig, deswegen werden auch die Strompreise subventioniert. Dadurch ist Strom aus erneuerbaren Energien noch nicht wettbewerbsfähig
Und also es gibt eine regierungsnahe fossile Wirtschaftslobby, wie im Fall von Emissionshandelssystem, wo auch Familie von Präsidenten und auch verschiedene Verwandtschaften eine große Rolle spielen. Und wo, wenn Sie bei solchen Unternehmen jetzt im Boot, auf dem Boot sitzen, dann kann man sich vorstellen, dass es ein schwerer Kampf ist für erneuerbare Energien in Kasachstan. Es gibt mangelndes Know-how und auch Finanzierung ist ein großes Problem, wie erwähnt. Die großen Projekte, die jetzt heutzutage existieren in Kasachstan, sind nur mit Förderung von internationalen Investoren zustande gekommen. Die KMUs, also die kleinen und mittleren Unternehmen, sind noch sehr schwach in Kasachstan entwickelt, also gibt es auch wenig, und die haben dann wenig finanzielle Kapazität, um solche Projekte dann zu implementieren. Ein großes Problem dabei, aus unserer und aus meiner Sicht, als ich die Studie geschrieben habe, habe ich sehr viele Experten aus Zentralasien interviewt, und das große Problem, das von vielen genannt worden ist, ist mangelndes Wissen oder Verständnis für erneuerbare Energien. Dass die erneuerbaren Energien keine Zukunft ist, sondern dass sie heutzutage schon in vielen Ländern billiger sind als die fossilen Energien. Und um dieses Problem zu handeln, quasi, hat die Energy Watch Group vor zwei Wochen eine Studie veröffentlicht. Da darf ich kurz darauf hinweisen, das ist die erste globale Simulation, also zusammen mit der Lappeenranta University of Technology in Finnland haben wir das gemacht. Und das ist die erste globale Simulation, die stundengenau ausrechnet, wie eine Umstellung im Strombereich auf 100% erneuerbaren Energien aussehen kann. Und wir haben gezeigt in unserer Studie, dass diese Umstellung nicht nur möglich ist, also bis 2050 mit den heutigen Technologien und Potenzial an erneuerbaren Energien, ist es schon heutzutage möglich umzustellen und dass es billiger wäre als das heutige Stromsystem. Ganz spannend ist natürlich, dass in dieser Studie kann man auf Regionenebene und Länderebene zoomen. Und wir arbeiten jetzt daran und machen uns Gedanken, wie können wir die Ergebnisse zum Beispiel in Kasachstan, Russland, China auch bekannter machen. Also ich empfehle Ihnen auch, auf unsere Webseite zu gehen, und da kann man sehen, dass auch in Kasachstan, in Russland, das ist keine Fantasie, das ist möglich und günstiger. Und ich habe so ein paar Zahlen für Ökonomisten hier gezeigt, mehr kann man auf unserer Webseite erfahren. Als letztes will ich über das Potenzial für eine Zusammenarbeit sprechen. Auf diesem Bild habe ich mir natürlich gewünscht, dass anstatt Premierminister Modi Frau Merkel zu sehen wäre. Aber Deutschland ist noch kein Mitglied bei der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Deswegen ist so ein Bild und es sieht so aus, dass Putin mit Nazarbayev gerade dieses Spiel gespielt hat. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber mit, genau. aber wenn man ernsthaft spricht, und diese Frage fand ich sehr spannend bei der ersten Podiumsdiskussion. Mit welchen Akteuren und Stakeholdern soll man am besten zusammenarbeiten, um die Energiewende zu beschleunigen? Und ich glaube, im Falle Russland und Kasachstan kann man sich schlecht vorstellen, dass die Regierungen jetzt miteinander über Energiewende sprechen würden. Aber auf Munizipalitätenebene oder auf Ebene von Universitäten kann man durchaus sehr viele Leute finden, die für erneuerbare Energien sehr offen sind. Und nicht nur erneuerbare Energien, ein ganz wichtiges Thema ist natürlich Energieeffizienz. Und auch so wie in Russland, in Kasachstan ist die Strom- und Heizungsinfrastruktur sehr veraltet und muss bald, also möglichst gestern schon geändert werden. Und da könnte die Erfahrung und große Erkenntnisse von Deutschland eine sehr wichtige Rolle spielen. Also bei solchen Projekten wie ökologische Sanierung von Gebäuden oder allgemein Energieeffizienz.
Auch das Thema, das wir kurz bei dem ersten Panel angesprochen haben, Business to Business. Dabei ist es natürlich wichtig, dass die erneuerbaren Energien und Null-Emissionstechnologien sanktionsfrei sind, weil wir für das Klima und für die Leute das Beste erreichen wollen. Zwei Sachen will ich noch zu Ende ansprechen. Erstens Chinas große und wichtige Initiative, neue Seidenstraße, also riesiges, ich glaube 900 Milliarden Euro oder so. Also riesiges Projekt. Und es geht um eine trans-eurasische Verkehrskorridore und Kasachstan liegt genau in der Mitte. Und das wäre eine tolle Möglichkeit für Kasachstan, zur Drehscheibe zu werden. Und wenn bei dieser Verkehrskorridore auch erneuerbaren Energien, Energieeffizienztechnologien und andere Energieeffizienztechnologien ausgetauscht werden könnten, das könnte ein tolles Projekt oder tolle Zusammenarbeit auch durchaus mit Russland und Kasachstan sein. Und das Letzte wurde auch kurz von, glaube ich, bei einer Frage angesprochen. Das ist eine Initiative, die mein Chef, Präsident der Energy Watch Group, zu seiner Zeit als Abgeordneter, also Hans-Josef Fell, für diese Idee hatte sich sehr stark eingesetzt und sie gepusht. Also sein Vorschlag war, dass man die existierende Infrastruktur, die man jetzt an Pipelines hat von Russland nach Europa, dass man das große Potenzial, das Russland und jetzt in meinem Fall, ja, in meiner Präsentation Kasachstan an Biomasse hat, ja, an Produktion von Biomethan oder zum Beispiel Power to Gas mit solchen riesigen Territorien, dass man das grüne Gas erzeugt in Russland und Kasachstan und nach Europa transportiert. Weil die Infrastruktur ist da, wir sollen einfach die benutzen und solche Projekte, wo Deutschland und die EU mit Russland und Kasachstan austauschen könnte, wie man das grüne Gas produziert und dann einspeist, wäre ein spannendes Projekt oder Initiative, die man besprechen könnte. Soweit aus meiner Seite. Ja, vielen Dank. Wir haben gesehen, dass vieles noch auf dem Papier steht, manches auch eher nach Hochglanzprojekt sich anhört. Wie ernst es Kasachstan mit der Energiewende meint, muss man sehen in der Zukunft. Wir haben ja auch schon gesprochen über Motivationen für eine Veränderung der Politik. Ganz kurz nachgefragt, zum einen der hohe Kohleeinsatz, zum anderen aber auch vielleicht schon sichtbare Folgen der Klimaveränderungen in Kasachstan. Sind das Momente, die eine solche Energiewende, eine neue Politik vorantreiben könnten oder spielen sie keine Rolle im Moment, was die Wahrnehmung der Bevölkerung, aber auch der Eliten betrifft? Also die Wahrnehmung ist da. Es gibt, man muss natürlich unterscheiden, ja, also es gibt auch durchaus starke Zivilgesellschaft mittlerweile in Kasachstan, die sich da engagiert. Und ich kenne da Projekte zum Beispiel in Almaty, wo die Leute versucht haben, die Luftverschmutzung in der Stadt zu messen und auf bestimmte Webseiten zu zeigen, wie schlecht die Luftverschmutzung ist und das zu analysieren und sich damit auseinanderzusetzen. Also wenn man über die Bevölkerung spricht, dann das Verständnis dafür und die Bereitschaft ist da. Auch die Umfragen zeigen das. Die Frage ist natürlich, wie kann man dieses Kreis, das hat man auch im Falle Russland ja besprochen, wo oder diese Inertie brechen, wo man einfach die Vorstellung nicht hat, dass das anders gehen kann. Und auch, dass man keinen einen Energiemonopolist haben kann, sondern mehrere dezentralisierte Stromerzeugungsmöglichkeiten. Und das ist dann quasi der Unterschied. Es ist zwar, wir haben es ja gehört in der Bevölkerung, was die Zahl der Menschen in Kasachstan betrifft, ein eher kleines Land.
Nordrhein-Westfalen, aber es wäre natürlich auch eine Art von Leuchtturmprojekt für ganz Zentralasien, wenn die Zentralasiatische Republik Kasachstan vormachen könnte, wie man einen Weg der erneuerbaren Energie geht. Jetzt gehen wir zu einem Land, das, was die Energiepolitik betrifft, zuletzt immer gerne in Superlativen beschrieben wurde. Energierevolution ist einer der Begriffe. Da war die Rede von Hunderten von Milliarden Euro in Investitionen in China. Es gibt tatsächlich schon zu vermelden einen Rückgang des Kohleverbrauchs entgegen allen Prognosen, die wir vorher hatten. In China, so scheint es manchmal, wird es richtig ernst mit der Energiewende. Lina Li wird uns dazu erzählen. Sie hat uns sehr, und da bitte ich auch um ihr Verständnis, sie hat uns gebeten, den Vortrag in Englisch halten zu dürfen. Wir haben leider wiederum aus technischen Gründen nur die Möglichkeit, ins Russische zu übersetzen. Aber ich habe die große Hoffnung, dass es trotzdem soweit geht auch ins Deutsche? Ah, wunderbar, dann bin ich wunderbar. Dann haben wir also die Möglichkeit, es zu übersetzen für denjenigen, der möchte. Lina Li, erzählen Sie uns ja, von China. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Ich darf mich bedanken für die Einladung und ich darf mich auch bedanken bei dem vorherigen Panel, beim Moderator. Ich habe sehr viel gelernt zum Thema Russland und freue mich auf den weiteren Austausch mit Ihnen. Ja, ich muss leider auf Englisch vortragen. Ich versuche Deutsch zu lernen. Ja, und können wir natürlich auch bilaterale Gespräche führen, wenn das eine oder andere nicht klar war in meinem Vortrag. Und können wir auch über Hotpot das klären. Also so machen wir Business in China. Erstmal was zu essen und dann Business. Aber ich möchte nochmal unterstreichen, warum China immer wieder erwähnt wird. Jetzt es ist einer der großen Elefanten im Raum, wie man so schön sagt, der größte Energieverbraucher weltweit. 2015 schon mehr als die Vereinigten Staaten. Das ist auch der größte Emissionär von Treibhausgasen. Und das ist eigentlich ein natürliches Ergebnis von einer Highspeed-Wirtschaftsentwicklung über 30 Jahre. Seit der Öffnung, seit der Reform der 1970er Jahre. Das heißt, ein Highspeed-Wirtschaftswachstum zweistellig über Jahrzehnte. Das ist nirgendwo sonst passiert. Und das hat geführt natürlich nicht nur zu diesen Emissionen, zu der Energieverbrauch, aber auch zu einem enormen Druck auf die Umwelt. Unser russischer Kollege im Panel vorne hat mich gebeten, das detaillierter dazu erlegen. Und da werde ich natürlich auch die ökologischen Kosten einer solchen Wirtschaftsentwicklung erläutern. Und jetzt aber noch zum Energiesystem. Wir haben nicht nur dieses Konzept der sogenannten Energiewende. Wir haben hier, würde ich sagen, einen moderaten, nachhaltigen Fortschritt in einigen Bereichen erzielen können. China kann nicht all die Antworten liefern, da stimme ich zu, was die anderen Panelisten gesagt haben. Es gibt eine, da braucht es noch ein Modell dafür, aber ich kann da sehr interessante Inspiration liefern für sowas und gute Ideen für zukünftige Wirtschaftszusammenarbeit und ökologische Zusammenarbeit. China hat die Reform des Strommarktes angestoßen. Wir sind immer noch in einem Bereich, der ist noch nicht marktgetrieben, was den Strommarkt angeht. Es gab eine Reform vor 20 Jahren zur Reformierung der Generierung, also der Stromerzeugungsseite. Aber natürlich Preis und Distribution sind immer noch sehr regierungsamtlich gesteuert. Was sind die Triebkräfte für diese neue Energiepolitik? Ich würde mal sagen, aus der Energiesektorperspektive ist natürlich erstmal die Energiesicherheit gewesen. Sie können sich ja das vorstellen, China ist ein Land, das
jedes Jahr eine Energieverbrauchsteigerung von 8% im Jahr hatte. Aber wir haben nicht die Energieträger. Das heißt, seit 1990 war der Treiber für die Energiepolitik immer die Energiesicherheit gewesen. Das bedeutet natürlich Energieeffizienz und natürlich auch Zusammenarbeit mit allen möglichen Ländern, die Energien bereitstellen können, um alles Mögliche uns zu liefern an Energieträger. Das hat sich jetzt geändert seit, sagen wir mal, 10 Jahren. Denn es gibt natürlich diese Umweltverschmutzung, die ja auch schon berichtet worden ist. Ich gebe da keine Zahlen raus, weil Politiker im Wesentlichen immer argumentieren in Sachen Unsicherheit. Denn was die Studien angeht, der Wissenschaftler und der Wirtschaftswissenschaftler, ich gebe Ihnen dennoch zwei Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung. Einer meiner engsten Familienmitglieder habe ich verloren wegen Krebs. Und da habe ich gelernt in diesem Prozess des Sterbens, wie viele Freunde, Klassenkameraden im engen Familienkreis Mitglieder verloren haben. Und meine Stadt, die ist in Zentralchina, das ist eine Kohleabbauregion seit 20 Jahren, aber nicht nur in meiner Region, in vielen anderen Bereichen in China hat es eben Kosten gegeben für die Menschen aufgrund dieser Verschmutzung. Und natürlich geht es auch um die nächste Generation, um unsere Kinder. Die Eltern wissen doch, wie wichtig es ist, die Kinder zu schützen. Und was die Umweltverschmutzung angeht, ist das jetzt ein großes Thema. Und da ist jetzt eine Notwendigkeit einer schnellen Lösung. Natürlich gibt es keine schnelle Lösung. Wir müssen das Schritt für Schritt machen. Und da müssen wir auch die Ökonomie entsprechend umzustrukturieren. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Wirtschaftsentwicklung China ein wichtiger Faktor gewesen ist für die chinesische kommunistische Partei zur legitimen Regierungsführung. Wir sind jetzt in einer neuen Form, das heißt von 10% Wirtschaftswachstum runter auf 6-7% Wirtschaftswachstum. Da hat sich also was geändert, aber wir brauchen natürlich eine weitere stabile wirtschaftliche Entwicklung. Und das kommt durch Restrukturierung, durch Identifizierung von strategischen Branchen. 10 gibt es davon in China. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür. Zum Beispiel E-Fahrzeuge. Wir sind der größte Investor in E-Fahrzeuge China hier. Und er hat auch einen sehr ehrgeizigen Anreizsystem für diesen Sektor. Und seit letztem Jahr hat der chinesische Markt eine Kombination gesehen aus E-Fahrzeugen und Hybridfahrzeugen mit einer Marktpenetration von über 1,3%. Und in der Welt hat sonst nur Frankreich noch einen solchen Anteil von E- und Hybridfahrzeugen. Und man will 7 Millionen dieser Fahrzeuge jetzt jährlich auf den Markt werfen in China. Aber jetzt zurück zu den Politiken. Was nicht nur geschrieben steht, sondern was auch schon erreicht worden ist. Hier möchte ich ein bisschen ausholen. Eine wichtige Terminologie ist ja, es ist ja der 5-Jahres-Plan, FYP auf Englisch. Das ist ein Plan, der von einer Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission entwickelt wird. Da gibt es Ziele, die da festgesetzt sind. Warum sind diese Ziele so wichtig? Wir haben es ja früher gehört bei anderen Rednern hier. Wenn Politiker irgendwas Nettes erzählen, sonntags reden, dann ist das völlig egal. Aber die Ziele festgelegt in den 5-Jahres-Plan, insbesondere in diesem 5-Jahres-Plan, die sind energiepolitische Ziele. Und das heißt, und die sind bindend. Das heißt, wenn man in seinem Bereich diese politischen Ziele nicht erreicht, diese Energieziele nicht erreicht, dann wird man keine politische Karriere machen. Das heißt, es ist jetzt ziemlich ernst.
dann haben wir natürlich immer noch Top-Down-Politiken im Angebotsbereich, im Nachfragebereich, einschließlich Ringfinanzierung. In der Vergangenheit ist sehr viel erwähnt worden über, wie finanziert man diese Energiewende in China. Ist es so, da hat die Regierung wesentlich diesen Prozess subventioniert. Aber die Banken haben jetzt auch erkannt, dass es da Chancen gibt für Investitionen. Und jetzt gibt es Richtlinien für eine entsprechende Finanzierungsermunterung. Das wird denn nicht über Nacht passieren, wenn Sie sich die großen chinesischen öffentlichen Banken als auch die Aktiengesellschaften und die Banken anderen, die werden immer noch viel Arbeit leisten müssen, um das Investitionsportfolio umzugestalten. Jetzt sehen wir hier parallele Entwicklungen. Einmal Investitionen in grüne Projekte und aber auch mehr Investitionen in traditionelle Projekte. Das ist ein paralleler Prozess, der da abläuft, aber das wird natürlich graduell auch in Richtung grün gehen. Hier ein Überblick der Ziele für China. Kann ich jetzt nicht alle erwähnen, aber eins möchte ich schon herausheben. Und zwar der 12. Fünfjahresplan. Da haben wir sämtliche Ziele übererfüllt. Ein Grund ist natürlich das Abbremsen der chinesischen Konjunktur, auch aufgrund der allgemeinen Weltwirtschaftskrise. Aber man hatte dennoch über die letzte Fünfjahresperiode 5, 6, 7% Wirtschaftswachstum. Aber hat dennoch diese Ziele, hier diese Energieeinsparungsziele übererfüllt. Und das ist natürlich, jetzt haben wir auch die Ziele für 2020 im 13. Fünfjahresplan und die für 2030. Was will ich Ihnen mit dieser Folie sagen? Das ist eine Arbeit nicht nur für ein Ministerium. Wenn das Umweltministerium was sagt, hier, wir müssen etwas machen für die 2-Grad-Ziele, aber dann funktioniert das nicht so. Aber jetzt haben wir die Nationalentwicklungskommission, die sagt, hier machen wir was. Und jetzt haben all diese anderen Bereiche und regierungsamtlichen Behörden hier Ziele und arbeiten zusammen. Nur so kann es funktionieren. Und auf der Provinzebene ist auch viel zu machen. China ist riesig. Xi Jinping steht auf dem Podium und sagt was und alle meinen, am nächsten Tag wird das dann umgesetzt. Das funktioniert in China aber nicht so. Was jetzt für den Energieeffizienzsektor? Da gibt es nicht nur von der Regierung immense finanzielle Unterstützung, aber es gibt auch von den regionalen Regierungen entsprechende Subventionen. Da gibt es dedizierte Subventionen von grünen Gebäuden zum Beispiel. Und dank Deutschland haben wir haben ja diese verpflichtenden Energieeinsparungsnormen übernommen aus Deutschland. Da läuft das ja schon seit mehr als einer Dekade. Das ist ein gutes Beispiel, wo man nicht nur ein Konzept sieht. China ist ein guter Student, ist ein guter Schüler. Ja, wenn wir irgendwo anders was sehen, was uns gefällt, was Sinn macht, was erfolgreich ist, dann übernehmen wir das. Wir haben viel gelernt in China. Ich habe noch ein paar Folien, die hoffentlich zu ein bisschen einer Diskussion führen nachher noch. Diese neue Version ist natürlich von der Kommunistischen Partei definiert worden. Das ist ein Konzept zur Führung des Landes. Wir wollen natürlich ein modernes Land werden bis 2050. Grün ist ganz wichtiges Ziel in dem Zusammenhang. Aber ich habe aber auch aufgelistet hier in diesem roten Kasten einige der Herausforderungen. Zum Beispiel, es gibt natürlich Unterschiede, Konflikte zwischen den Interessen der Zentralregierung und den Kommunen. Es gibt Eigeninteresse, es gibt Interessengruppen. Es gibt natürlich Hürden hier, die es gibt. Und die Implementierung ist erwähnt worden. China ist recht effektiv bei der Implementierung, aber das bedeutet nicht, dass alles, was da politisch aufgelegt worden ist, dann richtig umgesetzt wird. Bedeutet auch nicht, dass dann ausreichend Transparenz da ist. Und für die Zukunft, denke ich, müssen wir von Schritt für Schritt vor Schritt zu einem systematischen Wandel kommen.
dann wird man mehr Transparenz sehen durch Einbindung der unterschiedlichsten Interessengruppen. Und es darf natürlich auch keiner zurückgelassen werden. Sie wird in einigen Regionen enormen Wandel geben, was die Arbeitskräfteprofile angeht, bei welchem Preis man sozusagen auch für die Energie bezahlen muss. Und da muss man natürlich auch überlegen, welche Auswirkungen die Politik hat, die man da fährt. Ein Beispiel, um das Bild auch sehr realistisch zu zeichnen. Ich bin nicht eine Ideologin, ich bin wirklich eine optimistische Realistin. China hat pilotiert in verschiedenen Provinzen 20% der Bevölkerung, 30% der Energieverbrauchs und der Emissionen, was riesig ist. Aber basierend auf dieser Erfahrung 2013 entwickeln wir jetzt ein nationales Emissionshandelssystem. Eine Dekade später als Europa, aber immerhin. Und die Originalambition war sehr groß, das sieht man hier an diesem großen Bubble hier, größer als in EU, aber es gibt immer noch diese parallele Denken zwischen dem neuen und der alten Straße und in beide Richtungen wird weiter investiert. Das heißt, wir werden nicht diese Gesamtemissionshandel so wie vorgestellt umsetzen können, aber es wird da Dinge geben. Die letzte Folie, Kooperation. China. Russland wird ein Partner der chinesischen Transformation werden, in Anbetracht der politischen, wirtschaftlichen und auch energiesektoralen Kooperation, die es ja immer schon gegeben hat. Es gibt ja jede Menge Kanäle, die man weiterentwickeln kann, aber eins möchte ich noch besonders herausheben. Es gibt Dinge, die man lernen kann. Ich habe aus bilateralen Kooperationsprojekten zwischen Deutschland und China und Russland und China, dass die Dinge nicht immer so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Und da muss man auch mal ein bisschen lernen, was schief gelaufen ist, um das dann neu aufzulegen und besser zu machen. Es gibt da viele Chancen für multilaterale Partnerschaften. Ich würde nicht sozusagen alles auf ein Pferd setzen hier. Das ist ja noch ein selbstentwickeltes Konzept, das viele noch verwenden für ihre eigenen Bedürfnisse. Und da gibt es jetzt noch keine detaillierte Implementierungsplanung. Aber für China mit all diesen anderen Ländern zusammenzuarbeiten, die da schon große Pläne aufgelegt haben, da gibt es enorme Hürden, die hier überwunden werden müssen, um zu lernen, was ist politische Wirtschaft in diesen Ländern. Und China hat natürlich auch nicht immer das beste Softpower-Image. Ja. Ist auch noch ein Problem. Das heißt, es ist noch viel zu machen, aber es gibt genug Möglichkeiten schon. Die Partnerschaften zum Beispiel mit dem BRIC-Summit jetzt gewesen, da gibt es neue Entwicklungsbank da auch. Und das könnte alles für uns genutzt werden und für die anderen genutzt werden, um das weiter auszubauen, diese Kooperation. Und natürlich auch mehr Kooperation mit den Provinzen, den Städten und mit Unternehmen. So viel von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, besten Dank. Wir sehen also zwei Nachbarn Russlands, die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, aber in die Richtung einer anderen Energiepolitik streben. Was bedeutet das, Herr Krutichin, für Russland? Nimmt man das wahr? Versteht man, was die Konsequenzen sein könnten? Und wie sieht man seine eigene Rolle in der Zukunft in Russland mit diesen Nachbarn und dieser Entwicklung? Vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung für die Einladung. Das war jetzt sehr spannend, die Diskussion zu hören und die Vorträge, die Beiträge zu hören. Aber da ich ja in erster Linie Investoren berate, Investoren, die in die russische Energiewirtschaft investieren, ist für mich natürlich, sind die Risiken von Investitionen natürlich wichtig. Und die sehe ich natürlich. Und das ist natürlich das, worauf ich als erstes achte. Deswegen spreche ich auch darüber. Ich habe jetzt hier in dieser Session auch ein paar Punkte gehört, die ich nicht gutheißen kann. Zum Beispiel
wie gut wir es alle haben werden, wenn die Seidenstraße erst funktioniert. Aber stellen Sie sich doch mal vor, wo das hingeht. Wohin bewegt sich eine Volkswirtschaft, die dann am Fenster sitzt und auf Züge herabschaut? Und da fahren Züge von China nach Europa, von Europa nach China. Und ihre postindustrielle Wirtschaft entwickelt sich ja dann. Ja, tut sie das? Nein, das tut sie nicht, wenn Züge durch ihr Land fahren. Oder wenn wir uns BRICS anschauen oder die Vereinigung der asiatischen Zusammenarbeit. Das bringt doch gar nichts, außer dass ein Haufen Bürokraten zu tun haben. Also im Prinzip sind diese Organisationen vollkommen sinnlos. Sie kosten nur Geld. Das ist das Erste, was ich schon mal sagen will. Bei der Session, was habe ich hier gehört? Ich habe einen vollkommen übertriebenen Optimismus gehört in Bezug auf Verordnungen von Regierungschefs. Aber lassen Sie uns doch bitte mehr die Praxis in den Fokus rücken. In Russland zum Beispiel. Es gibt haufenweise Energiestrategien und mal eine Variante, dann wieder die zweite, die dritte. Und der ganze Sinn dieser sogenannten Strategien, die sowieso keiner ernst nimmt, ist einfach Experten Arbeit zu geben und Forschungseinrichtungen zu finanzieren. Das ist der einzige Sinn solcher Papiere. Und das sollten wir doch mal klar sehen und die nicht ernst nehmen. Papier ist geduldig. Es gibt viele Erklärungen, die davon von Mikrofonen gehalten werden. Aber wir wissen doch, es gab diesen Putin-Plan 2012 und wird er umgesetzt? Kein Mensch setzt diese Vorschriften und alles, was da drin steht, um. Es ist einfach null und nichtig. Dann, ich habe hier Zahlen gehört über Prozentsätze von erneuerbaren Energien in Russland und was da hergestellt wird und wo es hingehen. Und ich habe gerade mit Alexei Knieschnikow zusammengesessen und er hat mir eine Zahl gesagt, die ich spannend finde. Er sagt, wenn wir jetzt die Wasserkraft ausschließen, dann haben wir aus Erneuerbaren in Russland, wissen Sie, wie viel Prozent das sind? 0,007%. Also erzählen Sie mir nichts über 4 oder 5 in der Zukunft. Und warum passiert das so? Ja, schauen Sie sich die Fläche des Landes an. Auf dieser Fläche können Sie, was Sie wollen, Sie können Sonnen-, Windenergie erzeugen, aber kaum macht es. Ja, was Sie erzählt haben, Altai, da hat ein Unternehmer chinesische Solarbatterien gekauft. Manche Leute packen sie sich aufs Dach, aber ich habe in der Pause gerade gehört, irgendjemand hat beschlossen, Windturbinen einzukaufen und sie aufzustellen. Und was ist? Er kann sie nicht ans Netz anschließen, er weiß nicht, wohin mit dem Strom. Es ist einfach ein russisches, ein großes Problem, dieses System der Stromnetze und so weiter. Was sieht er noch? Und wo haben wir überhaupt Windparks in Russland? Wir haben sie im Nordkaukasus und in der Antarktis. Aber wer braucht in der Antarktis Strom? Niemand. Oder Sonnenenergie. Was ist die sonnenreichste Region in Russland? Das ist Jakutien im hohen Norden. Was wollen die mit Energie? Die wissen nicht, wohin mit ihrem Gas. Die sitzen auf Gas. Und sie haben Unternehmen, die Gas fördern, die mich als Berater angesprochen haben. Wo sollen wir hin damit? Wir haben alles verkauft, wir haben alle Kunden schon bedient. Was sollen wir noch damit machen? Und jetzt noch Sonnenbatterien. Was sollen die mit Sonnenenergie? Oder Gezeitenkraftwerke. Natürlich gibt es großartige Gezeiten auf der Kola-Halbinsel im Norden. Aber es gibt keine Nachfrage. Geothermalenergie auf Kamtschatka oder Tschukotka, das ist ja ein zweites Island mit Geysern und sehr viel heißem Wasser. Aber das ist eine entvölkerte Region. In der Hauptstadt der Evenken, wissen Sie, wie viele da wohnen? 16.000 Menschen leben da. Die brauchen diesen Strom nicht. Das müssten wir endlich verstehen. Also, kurz und gut.
der geografische Faktor und die sozial-wirtschaftliche Faktoren müssen wir bedenken. Die russische Bevölkerung ist einfach vollkommen ungleichmäßig verteilt. Natürlich können sie in Jakutien, wo 4 Deutschlands reinpassen, aber Deutschland will nicht, das ist ein alter Witz von uns, können sie bauen, was sie wollen. Aber niemand braucht es. Und der zweite Faktor ist ein vollkommen objektiver Faktor. Das ist kein böser Wille. Russland hat sehr viel Gas und sehr viel Öl. Und sie wissen nicht, wohin mit dem Gas. Jetzt hat Gazprom ja gesagt, dass er so viel Lagerschlösser erschlossen hat, dass sie in einer Woche ein zweites Europa an das Netz anschließen und versorgen könnten. Aber es gibt kein zweites Europa und sie wissen nicht, wohin mit ihrem Gas. Sie haben einfach nicht genug Märkte dafür. Öl haben wir viel. Öl ist gut. Öl bringt Geld in den Staatshaushalt. Aber ab 2022 wird die Ölförderung in Russland sinken, ungefähr um 2% pro Jahr, weil die Qualität der Lagerstätten, die sie kommerziell ausbeuten können, nach und nach sinkt. Es sind kleinere Lagerstätten, sie sind tiefer, schwerer abzubauen. Deswegen wird die Qualität sinken. Und dann kommt die Frage also, wodurch ersetzen wir also die Exporte an fossilen Energien? Und es gibt eine, an der Business School Skolkovo, ein Zentrum für Energieforschung. Und die haben im letzten Jahr eine Prognose der Weltwirtschaft, der globalen Entwicklung der Energiewirtschaft bis 2040 veröffentlicht. Niemand hat ihnen was dafür bezahlt. Das ist eine reine Freiwilligen und eine reine Leidenschaftsarbeit. Und ich habe sie gefragt, wenn wir kein Öl und kein Gas mehr brauchen, was passiert dann? Dass wir immer noch genug haben werden, ist inzwischen klar. Aber wenn wir keins mehr brauchen, was kann in Russland dann exportieren, dass es den Ölexport ersetzt? Dann haben sie gesagt, ja, wir haben darüber nachgedacht, wir haben daran gearbeitet. Wir haben lange dran gearbeitet, sehr lange dran gearbeitet. Null, nichts. Hat Russland, was es exportieren könnte, statt Öl und Gas? Das ist natürlich traurig, aber das sind objektive Gründe. Das sind nicht, dass irgendjemand darauf Einfluss nimmt und sabotiert. Das ist einfach so. Zu den subjektiven Gründen, warum grüne Energie, erneuerbare Energie sich nicht entwickeln. Nun höre ich, eine tolle deutsche Firma hat in einer russischen Provinz einen Windpark gebaut, tolles Projekt. Und da sage ich mir, das heißt, sie wenden sich gegen den Präsidenten Russlands, weil Wladimir Putin hat ja vor kurzem gesagt, dass Windenergie eine schädliche Energieform, weil sie den Vögeln den Lebensraum nimmt. Und außerdem ist sie für das Nervensystem der Maulwürfe sehr schlecht. Wir mögen die Vibrationen nicht von den Windparks. Wenn das ein Witz gewesen wäre, wäre es ja in Ordnung. Aber vor einem Jahr hat der Leiter des Instituts, Kurchatow-Instituts für Kernforschung, genau dasselbe Argument wiederholt. Die Maulwürfe leiden. Also ich verstehe natürlich, dass ein ehemaliger KGB-Offizier immer an Maulwürfe denkt und da nicht dran vorbeikommt an diesem Thema. Aber das jetzt an den Haaren herbeizuziehen als Grund, um keinen Windpark zu bauen, es ist etwas, halte ich nicht ganz für richtig. Außerdem, wir haben große Unternehmen, Gazprom, Rosneft, und die haben ihre Interessen. Also wir haben Großunternehmen, die sind sozusagen nah an der Quelle, die politische Entscheidungen fällt. Noch Novatec. Was halten Sie von Umwelt? Novatec hat ein tolles Projekt. Das ist vollkommen unwirtschaftlich. Sie produzieren auf der Jamal-Halbinsel verflüssigtes Gas. Also sie produzieren Gas und verflüssigen es. Und, ach, das ist ein Projekt, das geht mir nahe. Ein geschenktes Projekt. Jemand hat diesem Konsortium, da sind Franzosen, Chinesen drin. Und die Novatec, das sind große Freunde unseres Präsidenten. Und die haben gesagt, also wenn wir Flüssiggas produzieren sollen, dann befreit uns doch von allen Steuern. Das heißt, dieses Projekt ist euch geschenkt. Also alle Steuern, die Sie sich vorstellen können, sind denen einfach erlassen worden. Außerdem zahlt der Staat für den Bau des Hafens, der Atomeisbrecher, des Flughafens,
Dann sagen die aber, ach, wir würden doch noch ein bisschen Kosten senken. Wie? Naja, die Umweltgesetzgebung behindert uns ein bisschen. Welche Gesetzgebung? Ja, die schreibt vor, dass wir das Fahrwasser vertiefen müssen zu diesem Hafen. Und wir brauchen aber, wir baggern ja aus und wir dürfen jetzt hier nicht den Abraum auf Halde legen. Aber das dürfen wir nicht entsprechend den Gesetzen, weil das Vögel und Fische stört. Gut, sagt unser Parlament dann, dann ändern wir die Umweltschutzgesetzgebung. Seit 2013 kann man Abraum überall im Meer lagern, also abhalten, ohne dass es jemanden interessiert. Verstehen Sie, diese Gesetze funktionieren also sehr gut. Nur nicht so, wie Sie denken. Außerdem haben wir ja Finanzinteressen, die überhaupt alles behindern. Es gibt das Finanzministerium. Dieses Finanzministerium vernichtet alle Projekte, die die Einnahmen des Staates irgendwie verringern könnte. Die Futterkrippe für die politische Elite ist jetzt schon ein bisschen weniger bestückt, weil die Ölpreise gesunken sind, etc. Und deswegen die kleinsten Veränderungen, ob es strukturelle Veränderungen sind oder irgendwelche Reformen sind, was bedeutet das? Dass der Staat weniger Einnahmen bekommt. Aber das geht ja nicht. Die Elite muss ja was essen. Sie braucht ja ihr Geld. Deswegen, wenn unser Finanzministerium hört, dass für ein Programm zur Energieeffizienzsteigerung in Russland bis 2030 340 Milliarden US-Dollar eingesetzt werden sollen, sagt das Finanzministerium, hört auf, mit uns zu reden, wir haben kein Geld. Warum sollen wir investieren? Aber wer investiert außer dem Staat in solche Entwicklungsprojekte? Gut, es gibt in den Provinzen natürlich leidenschaftliche Menschen und die neue Generation der Eliten, die tut natürlich was, aber wer merkt das schon? Also Umwelt und erneuerbare Energien ist für unsere Regierung, unseres Landes bei Weitem nicht prioritär. Und ich will Ihnen einen Menschen zitieren, der da oben auch die Entscheidungen mitfällt. Und der hat in einem vertraulichen Gespräch zu mir gesagt, ich habe gesagt, sag mir doch mal eine kurze Formel. Die wichtigste Priorität der russischen Elite. Und er hat gesagt, eine dringende Monetisierung der administrativen Ressource. Das heißt, die sitzen da auf einem Haufen Bargeld auf dem Staatshaushalt und kontrollieren den Cashflow. Und sie müssen also ihre Machtposition schnell umrubeln in Rubel, in Bargeld. Welche Umwelt? Das interessiert keinen Menschen. Ja, irgendwo in den Provinzen kann jemand kleine Umweltreformen in Gang setzen. Klar, die machen das tatsächlich. Aber zentralisiert oder irgendeine Unterstützung des Staates, hoffen Sie nicht mal drauf. Und wenn hier Vertreter der Behörden vom Energieministerium, vom Umweltministerium zu Ihnen kommen, setzen sich mit Ihnen an den Tisch, fangen an, Roadmaps zu entwerfen, Programme aufzulegen. Wir machen das ja seit 4 Jahren. Wir versuchen mit deutschen Experten eine Roadmap zu entwickeln, um unsere Positionen zwischen der Eurasischen Gemeinschaft und der Europäischen Union zu analysieren und irgendwie anzunähern im Bereich Energieeffizienz. Es funktioniert nichts. Schöne Worte können wir viel schreiben und solche schönen Worte haben wir viel. Das ist das, was ich sagen wollte, aber ich beantworte gleich mal eine Frage. Wieso wollte Russland die Energiekarte erst nicht anwenden und hat sich dann vollkommen abgewandt? Es gibt 2 Gründe. Erstens das Gasprotokoll, das sogenannte. Wenn Russland eingewilligt hätte, dann hätte es Turkmenistan gestatten müssen, Gas durch Russland nach Europa zu liefern. Und das ging gar nicht, weil das ist ja gegen die Interessen von Gazprom. Und zweitens war, dass Yukos und Khodorkovsky mit in diesem Dokument verankert war. Und dass wir ja auch diesen Fall, diesen Case hatten, das heißt, Eigentum
ist zu garantieren. Chodorkowski ist das nicht garantiert worden. Wenn Russland der Charta beigetreten wäre, hätte es Kompensationsleistungen zahlen müssen. Und das ging nun gar nicht. Deswegen, das ist erstmal das, was ich sagen wollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Offenheit, das war nicht gerade eine Roadshow-Rede für Investoren, die nach Russland investieren sollen. Aber Herr Kutichin, ich würde gerne noch mal nachfragen, wenn es einen Anreiz geben könnte, langsam umzudenken für diejenigen, die in dieser Trägheit und in dem schnellen Profitdenken verhaftet sind, könnte es ja tatsächlich die sich verändernde Realität sein. Gerade China ist ja ein, aus russischer Sicht, das wird gerne mal betont, es wird eine riesige Pipeline gebaut, wichtiger Gasmarkt. Aber vielleicht braucht China bald gar nicht mehr so viel Ressourcen aus Russland. Sieht man das in Moskau oder ist man wirklich ganz kurzfristig nur im Denken? Die Energiebeziehung zu China ist ein gesondertes Gespräch oder Problem, wenn Sie so wollen. Mehr als 10 Jahre lang hat Gazprom und die russische Regierung versucht, die Chinesen zu überzeugen, russisches Gas zu kaufen. Und die wollten nicht. Die sagten, das brauchen wir nicht. Die brauchen es auch jetzt nicht. Wenn Sie sich die Bilanz angucken, die Zukunft Chinas kann bestens aus anderen Quellen gedeckt werden. Die brauchen das russische Gas nicht. Das ist die eigene Produktion. Sie haben 3 und 4 Pipelines aus Zentralasien. Sie haben eine kleine Pipeline noch aus Mingyan und sie haben Flüssiggas. Irgendwann im Januar habe ich in Peking bei meinen chinesischen Freunden gefragt, sagt mir doch mal, wieso baut ihr das aus Russland? Ja, ihr habt ja gesagt, einen Vertrag habt ihr jetzt abgeschlossen. Wieso? Und die sagen, weißt du, wenn im Pazifik die militärpolitische Lage so angespannt ist, dass wir nicht mehr genügend Flüssiggas kriegen, wie wir eigentlich wollen, dann nehmen wir das billige russische Gas. Für Russland ist es auch kein kommerzielles Projekt. Ja, ich habe Papiere, wirtschaftliche Berechnungen zu dieser Pipeline und die Berechnungen dort wurden geführt bis 2048. Also gut, bis 2050. Die 2 Jahre machen es auch nicht. Wie viel Defizit, Profizit pro Jahr und so weiter. Und unten stehen 2 Zeilen. Die Selbstkostenerwirtschaftung, wenn man das mit Netto rechnen würde, wären es ungefähr 22,5 Jahre. Gut, das Projekt ist groß. Es wäre okay. Aber was die diskontierbaren Einnahmen betrifft, stehen 2 russische Worte, keine Selbstkostenerwirtschaftung. Also warum dann? Ja? Also es sind lediglich 2 Gründe. Sorry, dass ich so zynisch bin, aber der erste Grund ist, dass man angibt, ja toll, man kann in der offiziellen Atmosphäre Knopf drücken und sagen, hier, wir haben eine neue Exportstrecke für das russische Gas eröffnet. Vorher gab es es nicht, jetzt haben wir es. Und der zweite Grund ist, großen Freunden des Präsidenten, Subunternehmern Arbeit zu geben, ja, die 1 Kilometer Pipeline 3-mal so teuer bauen, wie sie sonst gebaut werden könnte. Und die aber beweisen, das ist gut, das wird preiswert und so weiter. Wenn sie zu Gazprom kommen und sagen, hier ist mein Vorschlag. Ja, wir haben in der Pause auch kurz drüber gesprochen. Das ist preiswerter, als was die Wettbewerber machen oder was ihr jetzt macht. Dann werdet ihr dort rausgejagt. Gazprom ist ja interessiert, dass es möglichst teuer ist. Diese Korruptionssteuer, die muss ja bezahlt werden. Dieses Delta, was bleibt, ja, als Rollback zu den Beamten, das hängt ja davon ab, wie teuer so ein Vertrag gemacht werden kann. Und deswegen ist es besser, wenn es teurer ist und nicht billiger. Ja, das ist immerhin ein staatliches Unternehmen, sogar ein staatliches Monopol. Da muss man doch auch die Interessen wahren. Und jetzt China. China hat alle Vorschläge Russlands, die Altai-Route zum Beispiel, abgelehnt. Ja, wir haben versucht zu überzeugen. Putin hat gesagt, wir machen das, wir machen jenes. Es sind ja immer dieselben Gasvorkommen, die auch für Europa arbeiten. Und Putin hat mehrmals gesagt, wir können das Gas mal nach China schicken oder mal nach Europa, je nachdem, wie es gerade passt. Das heißt, hier stehen ja auch klare Ziele dahinter. Und China sagte, na gut, wir haben aber hier keinen Verbrauch.
zwischen Kasachstan und der Mongolei. Da mag es vielleicht interessant sein, aber wir haben dort Wüste. Wir müssen noch weitere 3000 Kilometer Pipeline bauen, damit wir an den Verbraucher rankommen. Und als man von russischer Seite immer wieder beharrt hat, hat im letzten Jahr der stellvertretende Premier Chinas gesagt, okay, wir machen eine integrierte Lösung. Wir fragen, was ist eine integrierte Lösung? Er sagt, also unsere Gesellschaften, unsere Firmen können bei euch Gas erkunden und fördern. Zweitens, wir werden gemeinsam mit euch in Russland eure oder unsere Pipelines bauen. Und drittens, wir werden dann unser Gas, welches wir bei euch fordern, selber exportieren. Gazprom ist die Kinnlade gefallen. Wollten die natürlich nicht. Erstens mal haben die selber so viel erkundete Gasvorkommen, dass sie die ganze Welt damit zuschütten können. Und zweitens, die Preise für den Bau eines durchschnittlichen Kilometers von einer Pipeline in China sind 10-mal weniger als in Russland, bei russischen Subunternehmern. Geht doch nicht. In Russland geht das nicht. Und drittens, wir haben ein Gesetz, wo steht, dass Gazprom Monopolist ist bei Gasexport. Also haben wir die Russen dann gesagt, danke China, das war's, keine Gespräche mehr. Das heißt, die Beziehungen mit China im Energiebereich sind seltsam. Wir haben zum Beispiel die Pipeline Richtung China gebaut, Sachalin, Chabarovsk, Vladivostok, und haben dann angefangen, die Chinesen zu überzeugen, wir verkaufen euch dort Gas. Und die Chinesen sagen, wir brauchen dort aber kein Gas. So, auf der einen Seite haben wir halt kein Gas und auf der anderen Seite haben wir keinen Markt. Aber die Pipeline haben wir da, weil die hat ja gut, die wurde gut bezahlt. Da haben die Kumpel von Präsidenten gut Geld verdient. Das ist so ein zynischer Grund der Zusammenarbeit mit China. Mit Kasachstan haben wir auch eine tolle Zusammenarbeit übrigens. Sorry, entschuldigen Sie mich. Aber in der Tat, wir haben einen gemeinsamen Joint Venture. Gazprom mit den Partnern in Kasachstan heißt KazRosGas. Die bekommen Gas von Nordkasachstan und in Russland hilft dieses Gas, um die Orenburger Gasverarbeitungswerk am Betrieb, am Laufen zu halten. Ja, ohne das Gas aus Kasachstan wären die schon lange zu. Im Gegensatz fördert Gazprom Gas in Usbekistan und liefert das nach Kasachstan. Sieht nett aus, aber wie funktioniert die Zusammenarbeit? Also das Gas, welches Orenburg kriegt, wird teilweise auf dem Binnenmarkt vermarktet, aber ungefähr 8 Milliarden Kubikmeter gehen in den Export. Und da diese Zusammenarbeit ja zwischen zwei befreundeten Staaten und der Mitgliedern der Eurasischen Wirtschaftsunion stattfindet, läuft das ohne Exportzoll. Super. Also 30% Zoll wird nicht gezahlt. Und wohin schicken die das Gas? Die schicken das Gas an drei Firmen. Eine Firma heißt Gazprom Germania, die zweite heißt Gazprom Schweiz und die dritte, Gas ist auch eine Tochter von Gazprom. Das heißt, die kaufen für diesen billiges Geld ohne Zölle das Gas bei sich, verkaufen es für europäische Preise, logisch, und diese Gelder kommen nie nach Russland zurück. Also irgendwo werden sie gut genutzt. Also ich denke, für so eine Zusammenarbeit wird Gazprom auch weiterhin stimmen. Irgendeine andere ernstzunehmende ökologische Zusammenarbeit? Also ich habe keine Beispiele gesehen. Ralf Füchs hat vorhin schon ein bisschen Wasser in den Wein geschüttet. Da kam jetzt noch ein ganzer Kübel hinterher. Da wir relativ fortgeschritten sind in der Zeit, werde ich mir alle weiteren Fragen aufheben und die Möglichkeit geben, noch Ihnen Fragen zu stellen. Wollen wir wieder sammeln? Drei Fragen, sehr gerne. Zuerst der Herr hinten. Danke. Es ist heute ein Ölproduzent, die bankrott ist, Venezuela. Meine erste Frage für Frau Li, können Sie uns erklären, die Elektroquote in China ab 1. Januar 2019 in 13 Monaten, was heißt diese Elektroquote in China für die nächsten 10 Jahre? Und wäre diese Elektroquote in China nicht ein Traum sein, aber Wirklichkeit? Zwar 24% der Auto verkauft in China Elektro und nicht mehr Diesel und Öl.
und 30% in 2030, wäre diese Elektroquote in China Halbtraum für Ölländer, und wie viele Ölländer das Schicksal von Venezuela kennen können in den letzten 10 Jahren. Gut, dann noch eine Frage. Wir haben ganz viele hier. Gehen wir erstmal nach drüben vorne, bitte. Ja, hallo Martin Schönschein-Schiele, ich bin auch von Germanwatch. Ich hatte eine Frage an Herrn Krutikin. Meine erste Frage, vielen Dank für den sehr amüsanten und mitziehenden Vortrag und Ihre Analyse. Bei dieser Analyse würde mich interessieren, welche Entwicklungsperspektive sehen Sie für dieses Wirtschaftssystem? Und zweitens, was tun? In der Mitte jetzt wieder, ich schicke sie hin und her. Walter Kaufmann, Heinrich-Böll-Stiftung. Sie erinnern sich alle an dieses Schema mit den vier Treibern, die Ralf Füchs genannt hat, Policy Level, Business, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Für Russland hat uns Herr Krutikin ja eine, wenn man sagen, eher nüchterne Beschreibung der Policy-Ebene geliefert eben. Was so stark auffällt bei Ihren Beschreibungen aus China und Kasachstan ist, dass die Policy-Ebene sozusagen so ja, eine ganz unironisch großartige Rolle zu spielen scheint. Ja, also eine ganz zentrale Rolle in diesen großen Plänen, die da genannt sind. Und auch ja, scheint ja zumindest in China auch irgendwie zu funktionieren. Können Sie kurz natürlich nur aber eine Beschreibung der anderen Felder geben, Business, Wissenschaft und vor allen Dingen Zivilgesellschaft als potenzielle Treiber dieser Wende? Ja, belassen wir es erstmal bei den drei Fragen. Wollen Sie anfangen? May I have my slides back, because I actually have some burning points. Ich würde gerne die PowerPoint nochmal haben von mir, da kann ich das untermauern mit den Folien hier. Erstmal die letzte Frage, die ich beantworten möchte. Dieser ganze Wandel ist erstmal top-down. Aber jetzt Solarindustrie als Beispiel, da gibt es ja starke Subventionen. Und dann kommen die kleinen und mittleren Unternehmen, die dann boomen. Und dann gibt es eine Phase erstmal, die ist ein bisschen chaotisch. Und dann gibt es ein bisschen Konkurrenz. Und dann hat man am Schluss qualitativ hochwertige Unternehmen, die übrig geblieben sind. Das heißt, China hat profitiert auch in dem Bereich, wo man einen starken erneuerbaren Sektor hat, der nicht mehr nur dominiert ist von den großen Regierungsgiganten, Staatsbetrieben sozusagen. Und was jetzt die anderen Zukunftstechnologien an, zum Beispiel Smart Grid, oder die Frage hier zum E-Fahrzeug. Warum wollte ich Ihnen diese Folie zeigen? Am Ende ist es so, ist es vielleicht ein psychologischer Punkt. Ich wollte Ihnen dieses Foto zeigen hier. Das kommt nicht von irgendeiner grünen Organisation, von Greenpeace oder von irgendeiner NGO, die für Klimawandel, gegen Klimawandel kämpft. Das ist aus der letzten Woche beim IEA, von der Internationalen Energieagentur publiziert, der Energieoutlook 2017. Und hier die Schätzung für die Erhöhung des globalen Nachfrage an Energie bis 2015. Das sind 84% aus kohlenstoffarmen Bereichen. Und Erdgas spielt immer noch eine Rolle. Aber da habe ich noch eine andere Folie, die ich Ihnen nicht gezeigt habe. Erneuerbare Energien, Solar plus Wind plus für den Energiesektor 160 Gigawatt.
Gas hat dann nur noch 48 Gigabyte. Das heißt, es ist ganz klar, wo die Zukunft sein wird. Dahin wird der Weg nicht leicht sein, aber ich würde Folgendes sagen. Wenn einige Länder nur mit den Sektoren bleiben, die in Zukunft keine dominante Rolle mehr haben, die haben eine wichtige Rolle gespielt in der Industrialisierung, aber kein Energieträger wird dominant bleiben in der Welt in der Zukunft. Und da braucht man eine neue Generation. Vielleicht noch zwei weitere Sätze und dann geht es weiter an die anderen Panelisten. Die Zivilgesellschaft spielt auch eine wichtige Rolle. Das ist im Moment noch gar nicht erkannt worden, zum Beispiel von den Deutschen, obwohl es viele bilaterale Kooperationen da auch gibt. Eine enorme Rolle der bestehenden Playern, die mehr machen könnten mit Leuten aus der Zivilgesellschaft in China. Und dann gibt es nicht die Idee der politischen Elite. Manchmal ist es leicht, die Dinge zu simplifizieren. Wenn man jemanden aus Peking trifft, dann ist es aber auch nicht die politische Elite in China. Es gibt da auch innerhalb der politischen Elite Pioniere. Li Jingfeng, der ist schon pensioniert. Der ist im Energieforschungsinstitut und da steht hier dem Nationalen Planungsministerium. Und er hat gekämpft für die Erneuerbaren, bevor überhaupt jemand daran geglaubt hat, dass China das immer noch auf Kohle setzt und immer noch im Industrialisierungsprozess sich befindet, wirklich erneuerbare Energien entwickeln kann. Aber er hat diese Überzeugung gehabt und hat das seit 20 Jahren betrieben. Viele in der Politik mögen ihn nicht, obwohl er auch Mitglied der politischen Elite ist. Das heißt, man sollte die Pioniere in der politischen Elite nicht unterschätzen. Finden Sie heraus, wer das ist und arbeiten Sie mit denen. Die Frage nach außer der Policy, nach den anderen möglichen Gruppen, die etwas vorantreiben. Business, Wirtschaft. Sie haben ein bisschen schon über die Gesellschaft gesprochen in Kasachstan. Trotzdem die Frage, wäre überhaupt die Regierung bereit, auch eine aktivere Zivilgesellschaft zu akzeptieren? Und welche Rolle kann die Wirtschaft in diesem Prozess, Umgestaltungsprozess spielen? Mhm. Vor 2 Jahren war ich in Almaty bei einer Messe für erneuerbare Energien und Energieeffizienztechnologien. Und da habe ich gedacht, okay, das werden ganz wenige Leute sein und da man ja wenig Entwicklung sieht im Land. Und ich war erstaunt, wie viele junge Leute aus Zivilgesellschaft, aber auch aus unternehmerischen Kreisen dabei waren. Also viele dieser jungen Leute haben in Deutschland, in der EU oder in den USA studiert. Also Kasachstan hat ein gutes Programm für junge Leute, wo sie durch staatliches Programm im Ausland studieren und dann eine Möglichkeit bekommen, zurück in die Heimat zu kommen und gute Positionen in der Regierung oder an den Unis zu bekommen. Ein ganz spannendes Programm. Und viele dieser jungen Leute, nachdem sie in Deutschland oder EU oder USA studiert hatten, die denken anders. Die haben natürlich gesehen, welche Rolle die erneuerbaren Energien spielen können. Und die wollen das auch bei sich zu Hause ändern. Und ich glaube, große Hoffnung liegt bei solchen jungen Leuten. Auch wenn sie noch keine eigene kleine oder mittlere Unternehmen anfangen können, weil die Bürokratie ist schwer und weil die, also viele Hürden, die auch ich genannt habe, das Interesse ist groß und die Motivation ist auch groß. Diese jungen Leute wollen mit ihrem Land stolz sein. Die wollen auch, dass das Land modern ist. Und die wollen, dass das nicht nur auf dem Papier ist, sondern wirklich zu realisieren kommt. Und ich glaube, mit solchen jungen Leuten, die gerade an den Unis arbeiten, in Unternehmen beschäftigt sind, oder auch schon in der Regierung, also im Energieministerium Kasachstans gibt es eine Abteilung für erneuerbare Energien. Und da sind wirklich
wie sagt man, also nach vorne schauende Leute, also die sind wirklich offen. Mit denen kann man über die Entwicklung von erneuerbaren Energien in Deutschland und in der Welt diskutieren. Die wissen alles Bescheid. Die bräuchten Unterstützung. Und ich glaube, hier hat Deutschland und die EU eine besondere Rolle zu spielen, mit solchen Leuten zusammen kleinere Projekte zu starten. Klar, mit Herr Kutichen könnte ich wahrscheinlich stundenlang darüber diskutieren. Auf dem politischen Niveau, auf dem Regierungsniveau, kann man das momentan vergessen. Und Russland versucht nicht nur Gas Kasachstan zu verkaufen, sondern auch Atomenergie, die Kasachstan so gut wie gar nicht braucht. Ja, es gab auch Aussagen, dass Russland ein Atomkraftwerk im Norden Kasachstans baut, wo überhaupt kein Bedarf für Energie ist. Und das ist auch freundschaftliche Beziehung zwischen unter Politikern, ja, Eurasisches Wirtschaftsunion. Aber es gibt durchaus russische Experten, die von den kasachischen Experten eingeladen werden, um zusammen über Strategien auszutauschen und um zusammen zu schauen, welche Projekte man zusammen erarbeiten kann. Und ich kenne solche Projekte und ich kenne solche Leute. Und ich glaube, mit diesen Leuten soll man auch arbeiten. Und dritter Punkt, den ich ansprechen will, ganz kurz, weil Lina Li gerade ein paar Folien gezeigt hat über die IEA. Ja, dass die IEA sagt, dass die erneuerbaren Energien die Zukunft ist. Dabei ist die IEA super konservativ. Und die Energy Watch Group hat das in einer Serie von Studien gezeigt, dass sie komplett in den letzten 10 Jahren die Entwicklung von erneuerbaren Energien unterschätzt haben. Deswegen muss man auch mit solchen Prognosen skeptisch umgehen. Tatsächliche Entwicklung von erneuerbaren Energien kommt schneller voran und wird viel schneller vorankommen. Und deswegen ist diese Frage sehr spannend, was zu tun. Das ist die Überleitung zu einer der zwei Schlüsselfragen in Russland. Wer ist schuld, haben wir im Grunde genommen schon ein bisschen abgehandelt. Die zweite ist, was ist zu tun? Entwicklung Russlands, das Stichwort der russischen Wirtschaft. Naja, dann ein paar Worte nochmal als Reaktion auf das, was wir jetzt gehört haben. E-Mobilität, wo China hingeht, wie viele Millionen E-Fahrzeuge China haben wird. Ja, das ist sehr gut und schön, aber wo? Ein E-Fahrzeug in Norwegen frisst sauberen Strom aus einem sauberen norwegischen Kraftstoff. In Singapur zahlen sie eine riesige Steuer, weil es schmutziger Strom ist, weil dieser Strom aus einem Kohlekraftwerk kommt. Wenn Sie in China viele E-Autos haben, das ist sehr schön, aber woher nehmen die ihren Strom? Das ist die Frage der Primärerzeugung des Stroms. Und noch eine Frage, die ich vergessen habe, um zur wichtigen russischen Frage überzugehen. In der ersten Session haben wir gehört, wie viel CO2 Russland ausstößt. Gigantisch, steht auf Platz 1. Ich habe mich gewundert. Das heißt, wenn wir so viel Energie produzieren, dann emittieren wir so viel. Aber Russland exportiert ja Energie. Das heißt, Russland exportiert a priori CO2 nach Europa, wohin auch immer. Dort wird es verbrannt und dort wird CO2 emittiert. Das ist doch, und Russland bleibt sauber. Das sollten wir doch bedenken. Und dann müssen wir natürlich daran denken, dass wir riesige Wälder haben in Russland. Die ganze Taiga nimmt das CO2 wieder auf. Das ist für Russland nicht die Gefahr. Ich bin sehr selten auf Konferenzen, bei denen über die wirklich wichtige Gefahr für die Atmosphäre gesprochen wird, die Russland darstellt und gegen die wir nichts machen können. Und zwar entlang der gesamten arktischen Küste und vor allem im Osten, das ist die Laptevsee, Tschukotka-See, das Ostsibirische Meer. Dort sehen wir eine Degradierung des ewigen Eises. Ob jetzt die Erderwärmung der Grund ist oder was auch immer, es ist unwichtig. Aber das ewige Eis emittiert Methan und Methan ist 300 Mal gefährlich.
gefährlicher für die Klimaveränderung als CO2. Und wenn wir 2005 dort eine Emission von 5 Millionen Tonnen Methan hatten, dann hatten wir 2016 100 Millionen Tonnen Methanemissionen. Und dieser Prozess beschleunigt sich also. Wenn wir das also um das Dreifache multiplizieren, weil sie dreimal gefährlicher sind als CO2, dann ist das ein Riesenproblem, das Russland auch verursacht. Und ich weiß nicht, was wir damit machen sollen, weil wir können nicht eine ganze Uferlinie in der Arktis irgendwie abdeckeln, damit sie keinen Gas emittiert. Okay, zur ewigen Frage, was tun? Nun, warten, dass das System sich von selbst verändert, das macht wohl keinen Sinn. Das ist ein sehr stabiles System. Selbst vor kurzem hatten wir bei einer Konferenz in Riga ein ganzes Panel und sprachen darüber, was passiert, wenn Putin abgewählt wird oder nicht wiedergewählt wird. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich musste sagen, das verändert sich doch nicht. Erinnert euch das, wo Präsidenten in Russland herkommen, wie Putin. Das sind abgelegte KGB-Offiziere, AD, die eine schmutzige Geschichte hatten, wie Putin zum Beispiel, der eine gefälschte Doktorarbeit hat, der eine sehr schmutzige KGB-Geschichte, auch eine kommerzielle Geschichte hat. Und auf einmal wird er im Fernsehen prädiziert als Präsidentschaftskandidaten und die Leute gehen und wählen ihn. Und wenn morgen ein neues Gesicht von einem neuen ehemaligen KGB-Offizier im Fernsehen auftaucht, dann wählen die Leute auch den. Und keiner geht auf die Straße und protestiert vor dem Kreml. Das ist doch klar. Schauen Sie sich an, wie viele denkende Menschen aus Russland weggehen mit guter Ausbildung, die in andere Länder ziehen und dort arbeiten. Das ist ja erschreckend. Und heute in der ersten Session hat Ralf ja auch darüber gesprochen, dass dieses eingesparte Geld in die Forschung und Entwicklung fließen kann und so weiter. Und ich habe mir gedacht, schaut euch doch an, wo das Geld hingeht aus dem russischen Staatshaushalt, was eingespart wird. Nicht in die Wissenschaft. Die Finanzierung wird immer weiter verringern. Während Putins Amtszeit hat die Anzahl der Kliniken und Krankenhäuser in Russland sich um 50% verringern. Von Schulen sinkt sie ständig und die Qualität der Bildung degradiert. Sie müssen doch verstehen, dass dieses Geld entweder in die Nationalgarde fließt, die politische Elite schützen soll, und zwar vor der Bevölkerung, und das sind schon 400.000 Mann mit Raketenwerfern und was weiß ich noch, oder um den Schutz gegen andere Staaten, nicht in die Wissenschaft, nicht in die Schule, nicht an die Rentner, da geht das eingesparte Geld nicht hin. Es macht mich traurig, aber ich sehe diese jungen Leute, die denken können, die was machen wollen in diesem Land. Meinem Sohn hat jemand gesagt, kannst du lügen und stehlen? Und mein Sohn sagte, nee, kann ich nicht. Und dann hieß es, ja, wie willst du denn groß werden in diesem Land? Das ist das Einzige, was du brauchst. Punkt 1. Punkt 2. Warten Sie nicht auf soziale Erschütterungen aus den Provinzen oder wo auch immer, dass das Volk auf die Straße geht und irgendwas bewirkt. Unser Regime hat einen sehr guten Airbag, und das ist die soziale Psychologie, weil bei uns ist es so, das Volk denkt, ein Zar kann lügen, stehlen und gegen andere Staaten kämpfen. Er darf das. Er ist der Zar. Egal, wir haben eine Verfassung und Gesetze, aber der Zar darf das. Das ist unsere Psychologie. Was sollen wir machen? Ich und meine Frau, wir sind die letzten Russen in unserer Familie, weil alle ausgewandert sind. Meine Kinder leben in Norwegen. Kaum rede ich mit jedem. Alle sagen mir, ja, meine Kinder leben in der Schweiz, meine in Miami. Und diese Intelligenz ja fließt einfach ab. Ich habe vor kurzem mit dem Vizepräsidenten eines großen Unternehmens gesprochen, guter Mann, ehemaliger Minister, und er sagt, weißt du, alles wird evakuiert, Familien, Geld, alles fließt ab. Niemand glaubt mehr dran, dass in Russland sich was verbessert. Natürlich wollen wir glauben, aber ich bin leider nach wie vor Pessimist.
glaube ich, aus drei Ländern bekommen, das sehr vielfältig war, viel Dunkles, viel Schatten, viel Licht auch, Hoffnungen. Ich danke Ihnen allen drei dafür, für dieses sehr interessante Gespräch. Ich danke sehr herzlich den Dolmetschern, die sogar mit drei... die sogar mit drei Sprachen jonglieren mussten. Und mir bleibt noch in Erinnerung das Bild der Staatsmänner. Ich glaube, es war Shanghai Corporation. Und wir haben gesehen, dass wenn Putin bei diesem Kinderspiel den Brunnen zeigt, sollte Nazarbayev schlau genug sein, die Schere zu zeigen, weil die nämlich reinfällt. Das ist gute Zusammenarbeit dann auch zwischen den Nachbarn. Herzlichen Dank Ihnen auch und alles Gute für den Nachhauseweg. Applaus